Wir sind Simone und Michael und gemeinsam mit unseren beiden Fellnasen Kalle und Sunny reisen wir im Wohnmobil durch Europa. Dafür haben wir unsere Jobs gekündigt, unser Haus verkauft und uns fast komplett von unserem Hab und Gut getrennt. In den letzten 18 Monaten waren wir in Spanien, Frankreich, Portugal, Luxemburg, Deutschland, Griechenland, Niederlande und Italien unterwegs. Und jetzt verbringen wir den Sommer in Schweden. Komm doch mit uns mit ins Land der Elche, Seen und Wälder. Von der Stadt der Schleusen geht's jetzt für uns ins Dalsland. Das ist eine historische Provinz mit 50.000 Einwohnern, 1.000 Seen und 250 Kilometer Kanalsystem. Es liegt zwischen Vänernsee und der norwegischen Grenze. Dalsland ist nicht nur ein Paddelparadies und Kanureich, sondern gilt aufgrund seiner Landschaften auch als Schweden im Kleinformat. Hey, hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Michael sitzt hier hinten im Schatten. Wir sind gerade angekommen auf einem neuen Campingplatz am Vänersee im Dalsland. Wir haben Trollhättan verlassen, die Stadt der Schleusen. Es war wunderschön, hat uns richtig gut gefallen. Wenn ihr also einen Schwedentrip plant, dann ist unsere Empfehlung, plant euch das ein und schaut euch das an. Jetzt genießen wir aber erstmal die Sonne. Der Sommer ist angekommen in Schweden. Es gibt klassisch Kaffee und Zimtschnecke. Ja. Und dann erkunden wir hier einfach mal die Umgebung. Und wenn es euch interessiert, dann bleibt dran. Viel Spaß mit dem Video. Direkt gegenüber vom Campingplatz gibt es einen öffentlichen Badeplatz und dort gibt es sogar einen Hundestrand, der ist aber wirklich winzig, Hunde müssen auch angeleint sein, aber das Wasser ist total klar, es ist flach abfallend, perfekt für Hunde und auch kleine Kinder. Na, eigentlich sind wir ja nach Schweden gefahren, um der großen Hitze in Deutschland zu entfliehen. Ist uns nur bedingt geglückt, nee. Ne? Zumindest diese Woche nicht. Nee, wir haben Temperaturen zumindest in der Sonne über 30 Grad, gemeldet laut Wetterbericht 27, 28. Definitiv zu viel, um irgendwas zu unternehmen, zumindest mit den Hunden zu unternehmen. Und deshalb haben wir uns entschieden, bleiben wir die Woche hier auf dem Campingplatz, lassen 5 Grad sein. Gehen in den See, backen Kuchen. Können Wäsche waschen? Waschen Wäsche. Und dann geht's weiter. Nächste Woche soll es ein bisschen kühler werden, gemeldet sind. 24, 25 Grad. Also perfektes Wetter, um sich nochmal was anzusehen. Und dann fahren wir weiter ins Dalsland, durchs Dalsland. Wir bleiben auf jeden Fall hier in der Region.
Er ist leider ein bisschen verunfallt. So, also der Zitronenkuchen ist optisch ein bisschen verunfallt. Aber er schmeckt ganz gut, oder? Ich habe ihn noch nicht probiert. Aber jetzt, da schmeckt ein bisschen Joghurt drauf. Nach 5 Tagen wirklich sommerlichen Temperaturen von an die 30 Grad hat es jetzt heute abgekühlt. Wir haben unter 20 Grad, es regnet und wir fahren weiter. Unser Campingplatz, auf dem wir standen, der war zwar an sich gut, oder? Ja, war gut. Michael muss sich konzentrieren. Gut voll war er dann. Ja, war auf jeden Fall am Ende gut voll und das ist auch der Hauptgrund, warum wir weiterfahren. Wir haben die Woche vor Midsommer und der Platz hat 260 Stellplätze, glaube ich. Und die sind alle voll, inklusive der Hütten. Und dann passen 1300 Menschen auf diesen Platz. Und das ist definitiv zu viel. Auch die letzte Nacht war schon für uns viel zu laut und viel zu viel Menschen und zu viel Gegröle. Also wir fahren weiter. Und Minimum auf 300 Hunde noch. Und Hunde und Kinder und also für uns einfach zu viel Action. Wir fahren jetzt weiter. Unser nächstes Ziel oder unser aktuelles Ziel ist das Aquädukt in Horverud oder Horverud. Das soll sehr schön sein, ist auch eine Touristenattraktion. Wir haben wie immer keine Plätze reserviert und wir sind sehr gespannt, wie sich das über Midsommer entwickelt. Denn wenn man so in den Foren liest, dann seien die Campingplätze proppevoll und man müsse auf jeden Fall reservieren. Wir haben nicht reserviert und sind sehr gespannt, ob wir noch einen Platz kriegen. Also drückt uns die Daumen, aber ihr werdet ja gleich sehen, wo wir landen und ob es für uns noch einen Platz gibt. Es hat geklappt. Wir haben einen Platz gekriegt. Der Campingplatz hier in Horverud hat 47 Plätze und wir stehen hier auf dem oberen Teil komplett alleine. Im unteren Teil sind auch noch ein paar. Also ja, keine Panik aufgrund von Midsommer im Moment. Im oberen Bereich steht man auf Wiese. Die Stellplätze sind nummeriert, aber nicht parzelliert. Man steht weitgehend gerad. Wir haben hinten, glaube ich, Keile gebraucht. Es gibt hier noch so eine Art Bühne. Und im unteren Bereich sind die Stellplätze auf gekiestem Bereich. Hier steht man ein bisschen
Gerader und wer vorne in der ersten Reihe steht, hat auch direkten Blick auf den Kanal. Im Servicegebäude sind Duschen, WC untergebracht, Abwaschmöglichkeiten, Entsorgung der Chemietoilette und Waschmaschine, die ist übrigens kostenfrei. Hier direkt nebendran ist der Grauwasserablass und wenn man über diese kleine Brücke geht, dann ist man direkt schon am historischen Aquädukt und genau da gehen wir jetzt hin. Wir sind in Hoverud am Kanal. Der wurde 1868 offiziell eröffnet in einer königlichen Zeremonie, kann man fast sagen. Hier hinten, da fährt das Ausflugsschiff Dalslandia jetzt gerade entlang, wartet auf die erste Schleusung. Wir schauen uns das an. Das Wetter ist leider nicht so besonders, ziemlich bewölkt, aber zumindest regnet es nicht. Und ja, wir sind schon ganz gespannt, wie das jetzt hier abläuft. Zum Dalslandkanal sind hier einige Informationen für Besucher angeschrieben und wer sich für die Fakten interessiert, kann das Video jetzt gerne pausieren. Wir zeigen euch gerne die Infotafeln. Die Ausflugsschiffe MS Dalslandia und MS Storholmen befahren den Kanal täglich und wer die Schleusung miterleben möchte, hat so bei der Abfahrt am Vormittag oder Ankunft am frühen Nachmittag die Möglichkeit. Hier sind die Abfahrtszeiten. Natürlich kann man mit dem Ausflugsschiff auch die Strecke fahren. Dann geht es allerdings erst am nächsten Tag wieder zurück oder ihr nehmt den Schienenverkehr. In Hoverud müssen die Schiffe durch 4 Schleusen und über eine Brücke. Insgesamt dauert dies knapp 45 Minuten. Wir zeigen euch das hier im Schnelldurchlauf.
Aber nicht nur die Schleusen sind hier in Haverhut interessant, man kann hier auch schön im Naturreservat wandern. So, wie wird ihr entscheiden? Daim oder gesalzene Lakritze? Guck mal, ob es schmeckt. Ne? Mm. Unseren nächsten Übernachtungsplatz haben wir wieder über die Stellplatz-App Europe gefunden. Es ist ein einfacher Parkplatz ohne Service. Er liegt direkt am Laxjöns, der ebenfalls zum Dalslandkanal gehört. Wir haben uns hier sicher gefühlt und auch sehr gut geschlafen. Das Naturreservat Baldersnes wurde 1975 errichtet und umfasst 95 Hektar. Bis zur Spitze der Halbinsel sind es vom Parkplatz aus ca. 4 Kilometer, vorbei am Landgut Baldersnes, einem kleinen Hafen und grasenden Tieren. Im Sommer ist Baldersnes übrigens ein touristisches Zentrum mit Café, Restaurant, Shop und Übernachtungsmöglichkeiten. Geöffnet ist ab Mittsommer.
ab Mittsommer ist hier geöffnet und dann gibt es vermutlich hier eine Bestuhlung. Und dann sitzt man hier wirklich traumhaft. Guck mal. Okay. Hunde sind im Reservat stets an der Leine zu führen. Wagen wir es? Ja, wir wagen es. An der Leine. Okay. So, einmal, zweimal. Komm. Sani, ist gut? Ja? Schön hier? Komm, du Rollmops. Fertig?